Israel ist die einzige parlamentarische Demokratie im Nahen Osten. Israel ist unser Wertepartner. Und wenn die Hamas den Staat Israel vernichten will, dann will sie einen jüdischen Staat vernichten. Sie will aber auch eine parlamentarische Demokratie und damit auch die Werte, die Israel mit uns teilt, vernichten. Und deshalb kann es nicht sein, dass die Hamas und Israel auf die gleiche Stufe gestellt werden. Und das wäre eine perfide Verkehrung der Rollen von Täter und Opfer, meine sehr geehrten Damen und Herren.